Vorsicht, diese explosiven Pflanzen nicht reißen. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Hey Leute, es kommt immer komisch, wenn ich hier anfange mit herzlich willkommen zurück zu und dann komme ich mit Hey Leute an. Aber ich finde, dieses Hey Leute sollte immer dabei sein. Wie ihr sehen könnt, sind hier explosive Pflanzen. Und wir sollten sie vielleicht nicht reizen, obwohl sie scheiße aussehen. Na, was sagst du dazu? Oh Gott. Ja, Logic. Okay, das Schild wurde weggeschossen. Link zwar nicht, also Gewisto zwar nicht, aber anscheinend ist es logisch, wenn ein kleiner Junge ein Schild hat, dass er ihn überhaupt gar nichts verletzen kann. Nicht mal diese extrem heiße Wolke, die im Nachhinein noch erscheint. Oh, die Nintendo meiner Meinung nach echt gut eingefangen hat, aber wie ihr sehen könnt, ist uns der psychisch nicht so labile Terry-Händler gefolgt. Aha. Oh Gott, der Kerl ist doch psychisch krank. Einem kleinen Kind folgen, auf Schritt und Tritt verfolgen, Alter. Oh Gott. Oh Scheiße, er ist angehalten, er hat mich gesehen. Oh fuck. Schnell weg, schnell weg. Wie ihr sicherlich schon bemerkt habt, kann man mit diesen Bomben hier diese Felsen kaputt machen. Doch was ihr nicht wusstet, ist, dass da gar nichts logisch, gar nichts Interessantes drin ist. Außerdem gibt es hier im Wasser auch noch Rubine. Diese Rubine sind aber die kann man bis auf ihre Spitze, die aus dem Wasser rausragt, nicht sehen. Was mich auch zu einem Punkt bringt, den ich endlich schon früher hätte erwähnen sollen, aber immer noch nicht besprochen habe. Das Wasser hier ist nicht durchsichtig, heißt, man kann nicht sehen, wie Link schwimmt. Doch in einer frühen Beta-Phase von The Legend of Zelda The Wind Waker für den GameCube hat man gesehen, wie das Wasser eigentlich, also wie Link schwimmt. Und er schwimmt nicht kraulend oder so, er schwimmt halt in der Frosch-Pose. Wisst ihr, wie ich das meine? Also er bewegt seine Beine wie so ein Frosch beim Schwimmen. Okay, gut. So weit, so gut. Ach du meine Fresse, das war jetzt aber Fail. Okay. Gut, gut. Das war's, was ich euch noch zu dem, zur Beta-Phase von The Wind Waker im Moment sagen wollte. Also, die Musik an sich ist echt großartig in diesem Spiel, das ist nicht zu leugnen. Auf dieser Insel wollte ich natürlich sagen. Also, nicht zu leugnen. Vielleicht sogar die beste Musik im ganzen Spiel, frage ich mich gerade. Ach ja, lauscht einfach nur diesen schönen Tönen, diesem karibischen Feeling, welche erzeugt werden, das ist doch großartig, ganz ehrlich. Gut, ohne noch viele Worte zu verlieren, werde ich hier mal kurz meine Bombe ablegen und dann abhauen. Geschafft. Okay, ein gelber Rubin, 303 Rubine, das ist ausgezeichnet. Eigentlich könnten wir ja darunter springen und uns vollkommen sicher auf die andere Seite begeben, aber wir werden Styler-Meiler machen. Okay. Bam. Hier ist leider kein... Oh doch, ein gelber Rubin. Ein weiterer gelber Rubin. Gibt es hier irgendwelche Felsen? Nö, dann werde ich einfach nur so die Bombe werfen. Was steht denn hier auf diesem Schild? Nach oben. Was ist denn da oben? Bomben. Irgendwas sagt mir, dass das eine Kettenreaktion auslösen wird, wenn die ganzen Bomben aktiviert werden. Woran das wohl liegen mag. Okay, da hinten ist ein kleiner Teil. Oh Gott, oh Gott. Er fährt auf uns zu, Leute. Das ist der Showdown. Xing Shang Showdown. Kennt jemand von euch noch die Serie? Nicht wirklich, oder? Oh wow, was ist das denn? Oh Gott, oh Gott!
Alter, der Kerl ist doch krank. Was ist da los? Ah, okay. Na gut. Ich weiß jetzt nicht, wie wir da hätten weiterkommen können. Oh Gott. Das war nicht so schlau von mir. Also. Ihr habt sicherlich schon erkannt, wie wir hier weiterkommen. Wir müssen halt immer diese Felsen weg bomben. Und irgendwann mal... Ach Mist, ich bin da richtig schlecht. Okay, ich werde sie einfach ablegen. Und irgendwann mal kommen wir dann auf Festland, wo wir dann diese Bomben nicht mehr brauchen, weil sie einfach nicht mehr da sind. Da hinten ist ein Briefkasten, da hinten scheint ein Rätsel zu sein und ein blauer Rubin. Also von daher, okay, wir brauchen hier diese Bombe. Also von daher gehen wir schon in die richtige Richtung. Ich werde jetzt versuchen, über diesen Abgrund die Bombe zu werfen, damit ich die andere Bombe aktivieren kann. Denkt ihr, ich schaffe das? Nicht. Na gut, ich hab's. What? Was war das denn jetzt? Ich dachte, da hinten wären Felsen gewesen, da rechts in der Ecke. Egal. Ja. Ich glaube, ich habe mich einfach nur vertan. Ein weiterer gelber Rubin für uns. Okay. Was ich vielleicht noch sagen könnte, ist, dass ich mit Mario Kart 8 schon seit einer bestimmten Zeit fertig bin, also abgeschlossen habe. Die letzten zwei Parts werden Together Parts sein, wo ich einmal den Schlachtmodus zeige und dann noch ein paar Extras, die es in dem Spiel gibt. Und einer dieser beiden Parts, yay, ist um einiges länger als der andere. Ich glaube 30 Minuten geht ein Part von den beiden. Ich komme da jetzt aber immer noch hoch, oder? Yo. Gut, dann habe ich mir jetzt eine Treppe gebaut. Einer der beiden Parts geht fast 3 Minuten lang. Wow. Nichts. Okay. Und der andere geht knapp 20 Minuten, habe ich das Gefühl. Ich kann mich gerade gar nicht mehr so wirklich dran erinnern. Und warum habe ich das gerade gesagt? Ich habe es einfach gesagt, weil diese Parts werde ich wahrscheinlich erst in einem halben Monat oder so hochladen, weil ich jetzt erstmal ein bisschen Wind Waker pushen möchte. Deshalb wundert euch nicht, wo die ganzen anderen Parts bleiben. Ich hätte das vielleicht nicht sagen sollen, das wird wahrscheinlich eh alles anders kommen, aber was soll's. Wisto, seid mir gegrüßt, Wisto. Du bist also wohl auf. Aber sag mir, wie hast du es nur geschafft, hier heraufzukommen, ganz ohne Flügel? Und was ist mit deiner Schwester? Verstehe. Aber mach dir keine Sorgen, es geht dir bestimmt gut. Aber Gwisto, was hältst du davon, mal bei unserem Stammesführer vorstellig zu werden? Ich habe allen von deiner Tragödie erzählt und sie haben sich sehr besorgt und voller Anteilnahme gezeigt. Ich bin mir sicher, unser Stammesführer wird mit dir mit Verständnis und Hilfsbereitschaft begegnen. Am besten, ich gehe schon mal voraus und setze ihn über dein Kommen in Kenntnis. Komm später nach, gewiss du, ja? Also dann, ich warte auf dich. Okay, yeah, da fliegt er. Okay. Part 1 von Wind Waker HD habe ich schon hochgeladen. Part 2 werde ich wahrscheinlich in einer halben Woche hochladen oder so. Hoffentlich noch in dieser Woche. Aber meine Internetverbindung ist nicht so toll, wenn ich ehrlich sein soll. Zum Hochladen. Okay. Und? Konntet ihr herausfinden, warum der große Baloo außer sich ist? Nicht so gut in ein Gespräch reinzuplatzen, wirst du. Oh, du musst Wisto sein. Lassil hier hat mir alles erzählt. Lassil? Was ist das denn für ein cooler Name? Ist mal ehrlich, Lassil. Du hast mein vollstes Mitgefühl.
Wenn ich dir irgendwie helfen kann, zögere nicht, mich darum zu bitten, okay? Ich werde alles für dich tun, was in meiner Macht steht. Gut. Allerdings sehen wir uns auch gerade mit einem unangenehmen Problem konfrontiert. Ist dir der wütende und tobende Drache auf dem Berggipfel aufgefallen, als du unsere Insel betreten hast? Wie du ja weißt, sind das Fliegen und die Lüfte... Was? Wie du ja weißt, sind das Fliegen und die Lüfte das tägliche Brot des Volkes der Orni. Mhm. Achso, ja. Was du vielleicht nicht weißt, ist, dass der Drachenberg besteigen, dass wir den Drachenberg besteigen und vom großen Valu eine seiner Drachenschuppen überreicht bekommen. Sobald wir das Erwachsene-Alter erreichen, diese ermöglicht es dann uns Flügel wachsen zu lassen. Aber seit kurzem ist der sonst so sanftmütige Valu ganz außer sich vor Wut und man kann sich ihm in seiner Rage gar unmöglich mehr annähern. Dies hat zur Folge, dass die Flüggenkinder dieses Jahr nicht auf dem Drachenberg zum großen Valu gehen und ihre Drachenschuppe empfangen können. Das ist nicht gut, glaube ich. Somit werden ihnen keine Flügel wachsen. Ah ja, das ist tatsächlich nicht so gut. Und sie können nicht gemäß der Tradition unseres Volkes leben. Und als Stammesführer der Orni ist es daher im Moment meine dringendste Pflicht, dieses für mein Volk verheerende Problem zu lösen. Ich bin wirklich untröstlich, aber sein Anliegen wird leider warten müssen, bis diese Angelegenheit ausgestanden ist. Natürlich. Werter Stammesführer, vielleicht wäre es eine gute Idee, Gwisto in der Zwischenzeit wegen der Sache mit eurem Sohn Komorit um Hilfe zu bitten. Wie ihr ja selbst sehen könnt, steht ihr hier ein tapferer junger Mann vor euch. Ich bin davon überzeugt, dass Komori sich ihm öffnen wird. Da magst du recht haben. Nun denn, du musst wissen, mein Sohn Komori ist ebenfalls mit Flügenalter und müsste sich unbedingt seine Flügel wachsen lassen. Doch leider hat er ein sehr ängstliches Gemüt. Aufgrund dieses Zwischenfalls mit Valu hegt er nunmehr gar keine Hoffnung, seine Flügel zu bekommen. Glaubst du kannst mir helfen? Vielleicht geht ja ein wenig von deinem Mut auf ihn über, wenn er dich kennenlernt. Darf ich dich darum bitten, meinen Sohn zu treffen? Also ich fühle mich geehrt. Danke, das ist sehr großherzig von dir. Wir werden ebenfalls alles daran setzen, unser Problem schnell zu lösen, damit wir danach dich in deiner Notlage unterstützen können. Das ist aber nett. Ich möchte, dass du meinem Sohn etwas Bestimmtes überbringst. Ich habe es einem Mädchen namens Meduli in Verwahrung gegeben, also frage sie bitte danach. Vielen Dank nochmals für deine Hilfe. Okay. Wir müssen von Meduli einen Brief von Komoris Vater an Komori übergeben. Gut. Ach ja, gewiss du, ich habe hier noch etwas für dich. Ich hoffe, du kannst es gebrauchen. Da-da-da-da. Du hast die Posttasche erhalten, eine praktische Tasche, in der du allerlei Dinge befördern kannst. Willst du ihren Inhalt ansehen? Wähle X, Y oder R und drücke sie... Ja, und drücke sie so. Ja. Meduli findest du im Zimmer oben. Ich werde trotzdem erstmal unten nachgucken. Überlass die Angelegenheit mit Valu ruhig uns. Kümmere du dich bitte um Komori. Wieso denn nicht? Okay, yeah! Ja, diesen Ton werde ich immer machen, wenn der Kerl wegfliegt. Also. Was ist das denn hier direkt neben uns? Direkt uns gegenüber? Interessant. Das muss Komori sein.
Heikomori, ich bin dein tapferer Held. Bist du? Wer bist du denn? Habe ich doch gerade eben gesagt. Okay. Ja, ich habe ja gehört, dass Vögel keine sonderlich gute, kein sonderlich gutes Kurzzeitgedächtnis haben, aber so schlimm. Der Kerl hat ja sogar vergessen, seinen Schrank zuzumachen. Ach ja. Vögel, Vögel, Vögel. Okay. Wirklich mehr gibt's hier nicht zu tun. Vielleicht hat er noch einen anderen Dialog. Was willst du denn von mir? Ich habe gerade keine Lust, mich mit jemandem zu unterhalten. Nein, anscheinend nicht wirklich. Ich gehe mal davon aus, dass das die einzigen zwei Dialoge sind, die man mit ihm jetzt noch besprechen kann. Bevor man den Brief von Meduli holt. Er hat gesagt, ihr Zimmer sei oben. Da möchte ich keine Zeit mehr verlieren. Ah, da war ja ein Mädchen. Tatsächlich, du trägst ein grünes Gewand und einen grünen Hut. Du musst gewiss du sein, nicht wahr? Ich bin deine Maid, ich bin die Maid des ehrenwerten Hüters Walu, der auf dem Drachenberg wohnt. Mein Name ist Meduli. Tatsächlich, Bingo. Eigentlich bin ich noch in der Ausbildung, genau wie ich. Der Stammesführer bat mir, dir das hier zu überreichen. Okay, lass mal rüberwachsen. Er hätte gehört, dass du es seinem Sohn Komori bringst. Da-da-da-da. Du hast den Brief von Vater erhalten. Ein Brief an Komori von seinem Vater. Erstmal in der Posttasche verwahren. Und dann bringst du ihn schnell zu Komori, okay? Ach, ich will das mit dem XYR nicht vorlesen. Komoris Zimmer findest du... Ja, ich habe schon gesehen, wo der ist. Bitte sei nicht beleidigt, falls Komori unfreundlich zu dir sein sollte. Er meint es wirklich nicht böse. Ach ja, und gewiss du? Was ist denn? Ich hätte da noch eine Bitte an dich. Wärst du bitte so gut, danach zum Aufgang am Treppenberg zu kommen? Worum es genau geht, sage ich dir dann. Oho, 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 das hört sich ja interessant an. Na gut, ich gehe mal stark davon aus, dass hier der Aufgang zum Drachenberg ist. Ja, das sieht ja auch gar nicht toll aus. Sind wir jetzt an New Super Mario Bros. Oder warum ist da hinten Lava meine Fresse? Mhm. Na gut, das werden wir schon finden. Hier gibt es zwei Ausgänge. Es wird einer von den beiden sein. Wirf doch mal einen Blick über den Vorsprung. Du wirst feststellen, dass der Teich vollkommen ausgetrocknet ist. Das war ein Teich. Okay. Vollkommen ausgetrocknet ist, aber das ist bei der Hitze nicht verwunderlich. Ah, okay. Das war ein Teich. Ja. Gut. Ich würde mal kurz. Hier gibt's Krüge. Krüge sind Geld. Nicht direkt. Wenn man Pech hat, nicht unbedingt, aber normalerweise müssen. Blöde Sache. Ah da, na endlich. Und noch einer. Und noch einer? Yeah. Ah ja. Also, in diesen kleinen Krügen war tatsächlich noch Geld drin, aber ansonsten leider nichts. Hier kann man auch hoch, oder? Jo. Aber wirklich viel bringt es auch nicht. Und soweit ist dieser Raum auch abgehakt. Es gibt noch ein gutes Minispiel, was ich echt richtig geil finde. Das startet, wenn man mit diesem Kerl hier redet. Oh, dich sehe ich hier aber zum allerersten Mal. Moment mal. Bloß du hast das gesehen und bist wegen Rob hier. Ja. Ich bin der Mann für sie. Gut, dann machen wir zuerst eine kleine Einstellungsphase, okay? Ist in Ordnung. Du musst einfach nur die Briefe in ins entsprechende Fach und das erkennst du anhand des Stempels. Einfach reinwerfen, ist in Ordnung. Das macht dann die Putzfrau weg, was du auf den Boden wirfst.
Mithilfe von L bewegst du dich, mithilfe von A sortierst du. Alles klar? Jo. Sortiere mindestens 10 Briefe innerhalb des Zeitlimits richtig ein. Und los. Bam. Bams. Ach, shit. Okay, ich benutze ab jetzt, Immer noch richtig. Gut. Ach, shit. 17, sehr anständig, ja. Es gibt Besseres. Privat habe ich mehr hingekriegt. Du hast den Job. Also, du bekommst einen Rubin für CF für 2 Briefe, macht insgesamt 8 Rubine. Ja, gut. Eigentlich 8,5, aber ja. Komm jederzeit wieder vorbei, wenn du stolze Anzahl an Briefe schaffst, erhöhe ich auch deine Bezahlung. Gut. Dann gehen wir noch kurz zu Komori und wir enden dann den Part. Hoi! Das war hier. Ah, Telefon regt auf. Ja. Jetzt ist es endlich aus dem Bild. Egal. Schade, ich hätte fast schon den Part beendet, dann wäre dieses Milieu nicht passiert, aber... Bin ich ein Hellseher, Leute? Bin ich ein Hellseher? Nein, das bin ich nicht. Was willst du von mir? Ich habe gerade keine Lust. Hast du das nicht verstanden, du blöder Spunken? Ja, aber ich hab was für dich. Mieses Arschgesicht, Alter. Schlimmer geht's ja mal echt nicht. So unhöfliche Leute gibt's auf der Welt, das ist unglaublich. Natürlich meine ich nicht die Person, die angerufen hat. Nein, ich meine diesen Komori-Bastard. Ja, du bist ein Bastard, weißt du das endlich? Hier ist ein Brief. Leck mich. Ein Brief von meinem Vater? Ja, gib her! Mieser Wichser, ich hasse dich. Aufmunternde Worte zu schreiben ist nicht schwer. Ich finde das aufmunternd. Aber warum sollte ich mich in so schreckliche Gefahr begeben, nur um diese Drachenschuppe von Valut zu bekommen? Du bist eine Pussy, weißt du das eigentlich? In dem Brief steht auch was über dich. Dass du voll der geile Typ bist und so. Du bist voll aufdringlich. Meiner Meinung nach bist du ja ein sehr aufdringlicher Kerl. Deine Nase einfach so in fremde Leute Angelegenheiten zu stecken. Okay, Nintendo, ihr wollt echt nicht, dass ich diese Person mag. Tut mir leid, ich habe wirklich nicht vor, Valuten aufzugehen. Wer weiß, was er mir womöglich noch antut. Vielleicht wird er mir sogar mein Jungfernhäutchen reißen. Oh nein, oh nein, oh nein. Oder willst du mir etwa weismachen, dass du Valu irgendwie besänftigen kannst? Du lügst doch und außerdem reden wie ich rede. Reden ist nicht schwer, aber handeln sehr. Aber sollte es wirklich jemanden geben, der das schafft, auf diesen gefährlichen Drachenberg zu gehen und Valu zu treffen, dann würde ich ganz bestimmt auf alles hören, was dieser jemand sagt. Da möchten wir mal sehen, wie du Augen machst, wenn ich dann mit so einer geilen Drachenschuppe in dein Zimmer komme und mir wachsen plötzlich aus dem Nichts Flügel. Gut, Leute. Das war's. Wir sind bei knapp 25 Minuten. Das waren relativ... technischer Part von wegen, was eigentlich jetzt so los ist und ein bisschen hier, ein bisschen da, Mischmasch halt. Und damit beende ich diesen Part, auf das wir uns wieder hören, Freunde. Und im nächsten Part werden wir Valu besiegen und diesem kleinen Idioten da ein bisschen Mut bringen. Auf das wir uns wieder hören, Freunde, und tschüss.